Jo Leute, da bin ich wieder. Ich hocke auf dem Baum und ihr guckt es alles falsch rum. So, und gleich ganz am Anfang will ich einfach nur sagen, wer Augenweh bekommt, der schaltet ab. Liebe Saskia, das geht besonders an dich. Heul einfach nicht rum. Das machen andere auch nicht. Das kann ich gar nicht leiden. Ja, ich muss erst wieder so ins Spiel reinfinden. Also, meine Challenge ist ja noch, das Häusli zu bauen. Moment. Mich stört gerade was gewaltig. Und zwar resettet es sich immer und immer wieder. Ich verstehe es einfach nicht. So. Mein Ziel ist es, ein Haus zu bauen. Okay. Ich werde es jetzt diesmal nicht so übel nehmen und mir das Ganze mit Balken und so vornehmen, sondern ich baue mir ein Dirthaus. Ganz einfach ein Dirthaus. Das ist jetzt mein Ziel. So. So, und dann kam ja noch der Vorschlag, ich sollte das für die Zuschauer umdrehen. Ja, denkst du, das ist ja nicht der Sinn von dem Let's Play. Ich sag's ganz ehrlich, Leute, wer es nicht mag, der schaut es nicht. Also, es haben viele geschrieben, sie wollen mehr davon sehen, also bringe ich es weiter. Hätten jetzt alle gesagt, nee, geht gar nicht, das habe ich auch in der ersten Folge gesagt. Und dann würde ich es auch nicht machen. Aber da es einige gibt, die es sehen wollen, was ich auch an den Likes erkennen kann und so weiter, deswegen führe ich das Ganze auch weiter. Und glaubt ihr, ich kriege keine Augenkrämpfe davon? Ja, ist sicherlich nett. Ne. So, aber eines muss ich euch sagen, habe ich beschlossen. Ne? Ich werde, bis meine Hütte steht, ohne Monster spielen, weil das ist dann ein bisschen unmöglich. Also, wenn ich ein Bett habe, spiele ich mit Monster. Und ich fand sehr geil, wie aktiv ihr wart und mir Challenges da reingeschrieben habt. Fand ich echt korrekt von euch und muss sagen, Daumen hoch für die Community. Ihr könnt weiterhin Challenges reinschreiben. Ich lese die natürlich alle und ja. Wir dörpen weiter hier rum. Da hinten ist eine Kuh. Vielleicht finden wir ja unser... Ah, da ist unser altes Haus. Ha, du, wenn wir das da haben. Ich habe gedacht, ich habe das verloren. Dann können wir ja direkt da hingehen. So, und ich habe jetzt gedacht, ich werde in der nächsten Zeit immer so abwechselnd Survival Games und... Survival Games und... Und, Moment, Upside Down bringen, weil, erstens, der gute Alex ist gerade nicht da. Das bedeutet, ich kann keine Bastelstunden aufnehmen. Weil, erstens, ohne ihn will ich das nicht. Und zweitens, ohne ihn will ich das nicht. Habt ihr das verstanden? Gut. Dann sind wir ja einer Meinung. So, dass es ein bisschen dirtiger ist, dann machen wir das Ganze einfach so. Ah, okay. Das passt dann, ne? Dann machen wir es so und so. Gut. Wow. Okay, hier kommt die Tür rein. Das so. Dann, Warte. So und so. So und wow. Es bringt einen übel durcheinander, aber es ist einfach geil. Wer mich herausfordern will, startet auch ein Let's Play auf seinem Kanal. Aber nur, wer es will. Da ist keiner dazu gezwungen. Ach ja, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, ich bin ein bisschen erkältet. Aber was soll's, es hindert mich nicht daran, hier YouTube weiterzumachen und so. Und übrigens, morgen werdet ihr eine Survival Games Runde sehen. Von meinem, oder mit meinem Real-Life-Kollegen. Das wird sehr geil, sag ich mal. Einfach so jetzt. Weil es einfach geil ist. Es hat Spaß gemacht, mit dem aufzunehmen. Und jo, freut euch drauf. So, what? Das kriegen wir hin. Das ist einfach geil. So, mir fehlt noch was. Weißt du, aber mit der Zeit, da kriegst du einfach den Dreh raus. Und ich weiß es nicht, wer genau, den Vorschlag gemacht hat, aber da hat einer geschrieben, bau ein Eisenschwert oder craft ein Eisenschwert. Du Junge, also das mache ich natürlich, also das habe ich auch eingeplant, aber wenn ich mir das Ganze so überlege, das ist voll die schwierige Challenge, gebt euch das mal, so. Halt, so, ich muss in mein Haus und da geht's hier rein, so.
So, 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 so. Gut. Ah, machen. So, da will ich kein Fenster drin haben. Hey, irgendwo ist doch jetzt Erde runtergefallen. So, gut, dann machen wir jetzt ein Crafting Table und eine Tür. Und dann organisiere ich mir irgendwie Fackeln. So, kommt hier in die Ecke. Dann mache ich mir direkt mal eine Tür. Muss ich dran denken, dass die guten alten Zombies da immer so reinkommen. So, hä? Irgendwo war doch. Ach, da. Hey. Verarsche mich nicht. So. Wow. Das ist so schwierig, gell? Das glaubt man einfach nicht. So einmal. So einmal. Hier raus. Hier raus. Einmal drehen. Warte. So. Und dann, ich will da einfach nur die Tür platzieren. So. Ja, ich hab's geschafft. Wuhu! Ist nur noch ein Parken. Gut, das kriegst du hin. Türe. So. Wuhu! Okay, das hätten wir geschafft. Ein Haus zählt dann erst, wenn es ein Dach drauf hat. Da werde ich einfach. Haha. Hier einfach das Holz nehmen. Ist dann halt ein kunterbuntes Haus und die Welt, die wir gerade dann geschaffen haben, gucken wir dann irgendwann mal richtig rum. Oh, richtig rum an. Und ja, die Challenge finde ich ja einfach mal übel geil. Und was heißt Challenge? Ich finde dieses Let's Play einfach geil. Wow. Und nein! Ach, da habe ich ja noch. So. Gut. Das hätten wir hingekriegt. Ich habe mein Haus. Alter, das ist so verwirrend. Das ist übel verwirrend. So. Dann organisiere ich mir jetzt mal. So, hier rüber. Dann laufen wir weiterhin einfach mal rückwärts. So. Hier grabe ich mich jetzt mal runter. So. 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 Gut, da ist jetzt der Stein. Dann machen wir es so. Und jetzt wird gegraben, gell? So. So. Gut, da kriegen wir jetzt ein bisschen Stein. Dann mache ich mir einen Ofen. Dann mache ich mir Fackeln. Und dann organisiere ich mir irgendwie ein Bett. Und dann kommen eure Challenges dran. Würde ich jetzt mal so sagen. Was haltet ihr davon? Also ich finde das eine geile Idee. Und ja, dann machen wir Party, Party. Wer ist mit dabei, Party machen? Hashtag ich mach Party in die Kommentare. So. Wow. Und ab zurück ins Haus. Einen Ofen machen. Hups, nein, so macht man keinen Ofen, aber so. Ja, also es geht voran, Genghis Khan. So, hier, so. Und dann kommt das da unten rein. Jetzt braucht man ein bisschen Baum. Oh, ein bisschen Baum. Ein bisschen Baum muss sein. So, da hinten. Oh. Wer es bis hierhin ausgehalten hat, ist einfach geil. Alter. Stellt euch mal vor, ein Upside-Down-Battle oder so irgendwas. Oder Adventure-Maps Upside-Down. Alter, das wäre richtig, richtig krass. Das würde ich so hart feiern, gell? Ich würde sie sogar zocken. Also, ihr könnt ja mal eine Battle Map machen. Oder, also, wenn die 1.7 raus ist, spiele ich Hive Upside Down. Dann mache ich Survival Games Upside Down, One in the Chamber Upside Down, Hide and Seek. Und was es da alles gibt. Haha, ich freue mich da schon drauf. Jetzt muss ich aber. Warte. Scheiße. Ich glaube, zu meinem Haus geht's hier lang. Da lang. Hui, das. Haha, unser Haus hier sieht ja schon mal richtig schön aus. Da mache ich ja gleich mal ein Bild hier für Thumbnail und so. So, einmal. Aber wo ist die Tür? Ist die Tür da nicht irgendwo? Türe? Where is the door? The door is there. Oh! Da steht ja schon eine Workbench. YOLO. So. F2. Jetzt habe ich ein Thumbnail für die nächste Folge. So. Gut.
Und dann packen wir das da oben rein. Und jetzt kriegen wir Holzkohle. Oh yeah. So. Gut. Damit wir nur zwei haben und dann 8 Fackeln machen, das ist dann voll korrekt. Mann. Wie wir einfach abgehen. Ja. Und ich fände es einfach geil, wenn ihr das Projekt auch noch verbreiten würdet und so irgendwie. Ja. Das wäre richtig geil. So, einfach mal hier hinsetzen. Hier. Und da. Und da. Gut. Jetzt müssen wir uns dann nur noch auf die Suche nach einem Bett machen. Beziehungsweise nach einem Schaf. Ich organisiere mir da lieber. Warte, wo geht's lang? Wo ist mein Haus? Where's my house? So, ein Steinschwert hätte ich gerne noch. Wer hat mir jetzt in WhatsApp geschrieben, Mann? So. Okay. Da lang. Ein Schaf muss her. Ich glaube, da waren hinten welche in der letzten Aufnahme. Das sind auf jeden Fall mal Hühner. Brauchen nur 3 Wolle. Okay, ich habe ein Ei. Ich habe ein Ei. Da ist Fleisch, eine Kuh. Oh ja, für was zum Essen. Aber auf Peaceful geht es ja. Oh Mann, 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 Mann. So. Ich gehe jetzt hier einfach mal hoch. Wow. Nee, es geht ja nicht so einfach. Wow. Hey, das Schwein, gell? So. Komm mal immer höher. Komm mal da jetzt oben drauf. Einfach so, oh, so, nein, 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 scheiße, so springen, oha, okay, jetzt bin ich auf dem Berg, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Richtung, unser Haus steht, da, in der Richtung, und wir gucken uns die Richtung an, ob da ein Schaf ist, und das Schwein hier, yo, wir haben es gekillt, nice. Ey, das muss man jetzt noch gut überlegen mit der Wolle, wie wir das hinkriegen. Das ist nämlich so eine heikle Sache. Irgendwoher müssen wir das doch kriegen jetzt. Sure. Ich habe doch ein Schaf gesehen. So, du Kuh. Hallo. Hallo, Kuh. Hallo, Kuh. Yo. Hast mir dein Fleisch gegeben? Oh, ey, ich bin so verschnupft, Mann. So, oh, hey, Schaf, Schwein. Komm mal her. Komm mal her. Wow. Ja. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich beende hier die Folge. Warte. Ich will noch in die Richtung. Ich glaube, da steht nämlich mein Haus. Oder? Puh. Wo war denn mein Haus? Von da sind wir gekommen. Habe ich es wieder verloren? Ich glaube, da lang. Oh, ein Schaf. Da ist es. So. Jo. Es fehlen nur noch 2 Wolle. Und wo ist jetzt das Haus nochmal? Da! Und sobald ich in dem Haus bin, werde ich die Folge beenden. So, und die Tür muss auch zugemacht sein. So. So, gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ihr wisst Bescheid. Freut euch auf das Outro und ich schlürfe noch weiter Tee. Bis dann. Oh mein Gott. Was da los? Der Typ hat das Video zu Ende geschaut. Krass. Hat er auch bewertet und kommentiert? Ich glaub nicht. Ist bestimmt so ein Lappen wie alle anderen. So, aber dann hat der Lappen ja gehört, was er machen soll.